Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sebis Vacantis, das heißt ein Gegner der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir haben heute den 2. April 2018, Ostermontag. Ich habe vorgestern am Karsamstag eine Pressemeldung geschrieben. Gesunde und weiße Zähne statt Karies. Hinweise für optimale Zahnpflege. Diese Pressemeldung möchte ich hier vorstellen und dazu einige Anmerkungen machen. Mehr als 80% der Erwachsenen in Deutschland sind an Karies, Zahnfäule, erkrankt. Mit der richtigen Zahnpflege ist es aber für viele Menschen möglich, bis ins hohe Alter gesunde und schöne Zähne zu haben. Einige Aspekte. Erstens, tragfähige Motivation. Zahnpflege kostet Zeit und Geld und wird gegebenenfalls als lästig empfunden. Dabei sollte man bedenken, wie wichtig gute Zähne sind, zunächst für Essen und Sprechen, aber überhaupt für den öffentlichen Eindruck, Image und nicht zuletzt für das allgemeine Wohlbefinden. Schlechte, fehlende und erkrankte Zähne können verschiedene, gegebenenfalls andere und sogar gefährliche Erkrankungen begünstigen und oder verursachen. Täglich 10 Minuten und einige Cent sollte man opfern. Zweitens, maßvolle Belastung. Bei gesunden Menschen sollen Muskeln und Knochen gut ausgebildet sein. Nachteilig sind sowohl Unterforderung, gegebenenfalls zu geringe Belastbarkeit, als auch Überforderung, gegebenenfalls Verletzung. Ähnliches gilt für die Zähne. Eine dauerhafte, rein flüssige Ernährung ist auch für die Zähne ungünstig. Und eine einzige, kurze Überbelastung der Zähne kann bereits zu Zahnverlust führen. Die Speisen sollten also weder zu weich noch zu hart sein. Ebenso sind zu kalte wie zu heiße Speisen, insbesondere direkt nacheinander, für den gesamten Körper schlecht, auch für die Zähne. Ich habe schon einige Videos und Texte publiziert zum Thema Ernährung. Da muss ich natürlich zusammenstellen, was man verträgt, was man gerne isst. Aber man soll das eben auch mit Hinblick auf die Zähne zusammenstellen. Also zum Beispiel für die Zähne ganz gut zu kauen sind Haferflocken, Pumpernickel oder andere Vollkornbrotsorten, Walnüsse, Haselnüsse sind auch noch relativ gut zu kauen normalerweise. Wenn es zu hart ist, gibt es auch viele Sachen, die zerkleinert sind. Zum Beispiel Mandeln gibt es auch zerkleinert. Oder man kann das auch im Mixer zerkleinern. Bei heiß und kalt nie zu heißen Kaffee trinken. Auch nicht unbedingt Eis essen oder jedenfalls nicht Eis im Übermaß essen. Schädigt nicht nur den gesamten Körper, sondern eben auch die Zähne. Drittens, ausreichende Nährstoffe für einen kräftigen Körper ist die optimale Nährstoffversorgung wichtig. Zwar entsteht zum Beispiel erst bei langem Vitamin-C-Mangel Skorbut, trotzdem sollte man möglichst täglich auf die richtige Ernährung achten. Übrigens habe ich gelesen, dass Skorbut auch heute noch immer nicht vollständig ausgerottet ist, auch wie Pest übrigens nicht, aber Skorbut, wenn es wirklich auf den C-Mangel zurückzuführen ist, dann müsste es eigentlich doch wirklich leicht auszurotten sein. Viertens, beständiger Schutz. Vieles, was eingenommen wird, schädigt die Zähne. Nicht auf alles soll oder sogar kann man verzichten. Deshalb ist Zahnpflege, vor allem Zähneputzen, so wichtig. Siehe unten. Doch nicht jedem ist immer ganz klar, wie sehr manche Dinge den Körper inklusive Zähne schädigen. Fruchtsäfte enthalten Zucker und Säure. Beides belastet den Körper. Coca-Cola enthält außer Zucker auch Phosphorsäure. Die zuckerfreien Sorten Coca-Cola Light und mehr Coca-Cola Zero Sugar enthalten unter anderem Aspartam. Über die Wirkung von Phosphorsäure und Aspartam wird bisweilen diskutiert. Ich sage nicht, dass man zum Beispiel niemals Schokolade essen darf. Also, wenn einem das schmeckt, kann man sie ab und zu mal essen. Man muss eben dann auch auf die richtige Zahnpflege achten, aber man kommt von Schokolade an für sich nicht nur, wenn ich Karies. Ähnliches gilt auch für andere Speisen. Man kann auch Fruchtsäfte trinken. Man sollte nur nicht der Illusion anhängen, dass man damit seinen Zähnen etwas Gutes tun würde. Und ja, und was man zu Coca-Cola im Internet liest, dass man das zum Beispiel nur gebrauchen sollte, zum Beispiel für Rostentfernung und Toilettenreinigung, ist natürlich ein ziemlich starkes Stück. Gut, ich sage das jetzt nicht hier. Fünftens. Notwendiges Wasser. Außerhalb der üblicherweise drei Mahlzeiten sollte man logischerweise ausschließlich Wasser trinken. Leitungswasser hat in Deutschland normalerweise Trinkwasserqualität, kostet kaum etwas und ist leicht verfügbar.
So kann man leicht zwischendurch immer etwas trinken. Inwieweit die Mineralwasserkohlensäure Karies verhindert oder begünstigt, wird unterschiedlich beantwortet. Wassermangel ist generell recht verbreitet, auch hierzulande, obwohl hier fast immer leicht vermeidbar. Zudem ist der Speichelfluss für die Zahnreinigung und somit Zahngesundheit äußerst wichtig. Beim Schlafen hingegen ist hoher Speichelfluss, Sialorrhoe, über Salivation anormal, weswegen man nur mit wirklich sauberen Zähnen schlafen sollte. Der hiesige Trinkwasserversorger macht sehr deutlich Werbung dafür, dass man das Leitungswasser hier auch trinken kann und dementsprechend auch trinken sollte. Ich habe das vor einigen Jahren selber bei mir eingeführt. Ich habe früher Mineralwasser getrunken. Dann kam in den Zeitungen immer wieder die Meldung, Leitungswasser so gut wie Mineralwasser. Dachte ich, naja, wenn das nur wirklich einen Bruchteil kostet von Mineralwasser, probiere ich es mal mit Leitungswasser. Und bei mir hat es ganz gut funktioniert. Fünftens, vorbeugende Maßnahmen. Direkt nach dem Essen trinken sollte man noch nicht die Zähne putzen, weil die Zähne dann leichter durch Zahnbürste und Zahnpasta geschädigt werden könnten. Kann man aber ca. 30 Minuten später nicht mehr putzen, ist direktes Putzen wohl besser. Als erste Maßnahme nach jeder Nahrungsaufnahme kann Wasser helfen, jedenfalls auch mit Umspülen. Weitere Möglichkeiten können Zuckeraustauschstoffe, kalorienarm respektive Süßstoffe, kalorienfrei sein, die allerdings auch kontrovers diskutiert werden. Xylit und Sorbit sind oft in sogenannten Zahnpflegekaugummis enthalten, obwohl Sorbit kariogen, das heißt kariesfördernd ist. Ferner darin enthalten sind oft die Süßstoffe Aspartam, siehe oben Coke, und das ebenfalls diskutierte Acesulfam. Die Zuckeraustauschstoffe Xylit und Erythrit werden oft als Einzelprodukt verkauft. Sie sehen dann ähnlich aus wie Zuckerkristalle, schmecken aber weniger süß und kosten mehr als Zucker, ca. 10 Euro pro Kilogramm. Erythrit ist nahezu kalorienfrei und wird zudem oft mit dem Süßstoff Stevia gemischt. Von dieser Mischung nach einer Mahlzeit einen Teelöffel, ca. 3 bis 5 Gramm, gibt es wohlgemerkt auch als Sticks, ähnlich den Zuckersticks, einnehmen und langsam im Mund sich auflösen lassen. Das könnte die Mundgesundheit erheblich verbessern. Bei 3 Mahlzeiten, ergo maximal 15 Gramm pro Tag. Solange keine grundsätzliche Unverträglichkeit besteht, soll das für viele eine verkraftbare Menge sein. Gut kann man sich informieren über Xylit, über Sorbit, Erythrit. Ich zum Beispiel kaue zwar mindestens einmal am Tag Zahnpflege-Kaugummis, aber nie welche mit Sorbit, nie welche mit Aspartam. Bei Acesulfam, wenn das also wirklich in minimalen Mengen drin enthalten ist, dann kann ich da mit leben, weil ich ja nur einmal einen Kaugummi pro Tag nehme. Manche sind da vielleicht etwas empfindlicher. Dann, was diese kleinen Dosen von, also kleinen Einheiten von Xylit oder Erythrit betrifft. Ich nehme also nach jeder Mahlzeit immer so einen Teelöffel mit Erythrit Stevia. Wenn man so Beutel sieht, wo groß drauf steht Stevia, ist es normalerweise Erythrit, wo dann eben Stevia zugesetzt ist, weil Stevia eine viel höhere Süßkraft hat als Erythrit. Also so ein Gemisch Erythrit Stevia hat etwa so den Süßungsgrad von Zucker, auch wenn es eben sehr viel teurer ist. Und man lässt es im Mund sich auflösen, dauert so ja, 5 Minuten. Ich habe das einmal testweise gemacht, dass ich mal dreimal hintereinander, also innerhalb von 15 Minuten, diese Erythrit-Mischung da im Mund, da habe ich sie auflösen lassen. Der Mund war dann etwas empfindlich für ein paar Minuten, aber das war auch schon alles. Also mir ist nichts passiert. Manche andere können damit wohl eher Probleme haben, aber ich habe damit keine. Sechstens, eigentliches Zähneputzen. Zunächst sollte wenigstens mit Wasser gründlich ausgespült werden, damit man die Zähne nicht belastet mit Speiseresten, die als Schmirgelkörper oder wegen ihres Säure- bzw. Zuckergehaltes zahnschädigend wirken. Je nach Zahnstellung empfiehlt sich, Speisereste kurz mit Zahnseide zu entfernen. Bei der Zahncreme sollte auf einen möglichst niedrigen Abrieb, Abrasion bei gleichzeitig möglichst hoher Reinigungsleistung geachtet werden. Überlegenswert ist, morgens Zahnpasta mit mittlerem, mittags mit niedrigem, abends mit mittlerem oder jedenfalls moderat hohem Abrieb zu verwenden. Aminfluorid und Zinnfluorid scheinen besonders gut karieshemmend zu wirken. Allerdings gibt es auch fluoridfreie Zahncremes. Die Zahncreme wird mit der Zahnbürste vor dem eigentlichen Putzen kurz, leicht auf den Vorderzähnen verteilt. Elektrische Zahnbürsten, Schallzahnbürsten oder rotierend oszillierende Zahnbürsten erzielen üblicherweise ein weitaus besseres Ergebnis als Handzahnbürsten. Die Zahnputztechnik ist aber jeweils völlig anders. Die elektrischen Zahnbürsten werden leicht, ohne Druck, für jeweils ca. 2 bis 3 Sekunden an die Verbindungsstelle von Zahnfleisch und Zahn gehalten. Bei den 4 Kieferabschnitten, vorderer, hinterer, ober, unterkiefer,
ergibt sich also pro Abschnitt eine Putzzeit von 30 Sekunden. Die meisten elektrischen Zahnbürsten geben dann ein Signal. Verwendet man noch jeweils 30 Sekunden auf die jeweiligen Kauflächen, dauert das eigentliche Putzen 3 Minuten. Danach kann man mit der ausgeschalteten Zahnbürste noch leicht um die Vorderzähne streichen. Mit der Handzahnbürste hingegen wird der Zahnbelag grundsätzlich mit leichtem Druck von Zahnfleisch auf Zähne, von rot nach weiß, abgestreift. Recht effektiv und einfach ist die sogenannte BASS-Methode, B-A-S-S. Die Zahnbürste wird im 45-Grad-Winkel am Zahnfleischrand angesetzt. Mit leichten Rüttelbewegungen wird der Zahnbelag gelockert. Dann wird die Zahnbürste in Richtung Zunge weggedreht. Geschrubbt wird also gar nicht. Danach werden die Kauflächen mit leichtem Druck abgewischt. Auch hier dauert der Putzvorgang ca. 3 Minuten, aber wohl mit schlechterem Ergebnis. Welche Zahncreme jeweils gut, also für einen persönlich jeweils gut oder nicht so gut ist, das muss man selber herausfinden. Zunächst informiert man sich natürlich sinnvollerweise über den Abrieb. Der steht leider normalerweise nicht auf den Zahnbürsten, auf den Zahncremes drauf. Fände ich eigentlich eine sehr gute Einführung, aber ist leider nicht so. Nur wenn es also wirklich sehr niedrig ist, steht es meistens da dabei, also sehr niedriger Abrieb. Aber schon bei mittlerem Abrieb steht es nicht mehr, normalerweise nicht mehr da drauf. Thema Fluorid ist auch wieder ein Thema für sich. Da gibt es natürlich auch Verschwörungstheorien. Ich persönlich würde keine Zahncreme ohne Amin oder ohne Zurinfluorid wenigstens empfehlen. Aber andere sehen das wohl anders. So, etwas zur Zahnputztechnik. Bei der BASS-Methode hält man die Zahnbürste im 45-Grad-Winkel an den Rand des Zahnes, Zahnfleisch, und rüttelt da etwas, deswegen auch Vibrationsmethode, und streift das dann Richtung Zunge ab, also dreht das dann weg. Durch die Rüttelwirkung wird auch zwischen den Zahnräumen der Zahnbelag entfernt. Dann, wenn man alle Stellen so für 2-3 Sekunden damit gereinigt hat, dauert das also pro Abschnitt 30 Sekunden. Oben, unten, vorne, hinten. 2 Minuten dann auf den Kauflächen. Auch etwas rütteln. Jeweils nochmal 30 Sekunden. 3 Minuten Zahnputzzeit. Ich empfehle die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste. Schalzahnbürste benutze ich. Zahnbürsten mit rotierender Technik oder oszillierender Technik sind anscheinend ähnlich gut. Dabei wird also die Zahnbürste an die Verbindungsstelle von Zahnfleisch und Zähne gehalten, etwa auch wieder 2-3 Sekunden. Und sonst wird auch nichts gemacht. Nur mit leichtem Druck wird die Zahnbürste daran gehalten. Und das ist dann ein ähnlicher Vorgang, nur eben das die Zahnbürste jetzt die gesamte Arbeit erledigt. Wie gesagt, leichter Druck oder eher leichtes an die Zähne dranhalten. Und eben dann auch noch auf den Kauflächen jeweils 30 Sekunden. Dann nachher vielleicht so kurz etwas die Zahncreme noch verteilen. Aber mit diesen Techniken müsste man eigentlich die Zähne optimal sauber bekommen. Siebtens, regelmäßige Kontrolle. Kontrollbesuche beim Zahnarzt sollten bereits ab dem ersten Zahn mit ca. 6 Monaten eingeführt und alle 6 Monate mindestens aber einmal im Jahr durchgeführt werden. Oft können damit Zahnschäden, Zahnverlust verhindert oder wenigstens begrenzt werden. Krankenkassen übernehmen bei regelmäßigen Zahnkontrollen jedenfalls höhere Anteile an den Kosten von Zahnersatz. Entfernung von harten Zahnbelägen, Zahnstein wird üblicherweise einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt. Professionelle Zahnreinigung kann sehr sinnvoll sein, wird aber normalerweise nicht oder nicht vollständig von der Kasse bezahlt. Nun könnte jetzt jemand sagen, ich erwähne jetzt hier den Zahnarzt, weil ich in einer Zahnarztpraxis arbeite auch. Als Systemadministrator zwar, also hinter den Kulissen, normalerweise vollständig hinter den Kulissen, aber manchmal eben auch an der Anmeldung lese ich mal eine Karte ein oder wir am Telefon. Natürlich ist das Unfug, dass ich das deswegen erwähne. Tatsache ist vielmehr,
Ich habe mit 16 oder 17 Jahren angefangen, selber regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, also mindestens einmal im Jahr und dort auch wenigstens den Zahnstein entfernen zu lassen oder auch gegebenenfalls sogar eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Ja, ich bin jetzt 50 Jahre alt und habe noch immer 31 vitale Zähne. Wenn ich früher damit angefangen hätte, mit den Kontrollbesuchen, hätte ich wahrscheinlich jetzt noch 32 Zähne. Also von daher meine ich, das ist eine der sinnvollsten Sachen, die man machen kann, die regelmäßig professionelle Zahnreinigung. Mittlerweile gehe ich alle 3 Monate zur professionellen Zahnreinigung, aber bei mir ist es auch vielleicht etwas eher notwendig, weil ich sehr stark zu Zahnbelag neige. Manche andere haben dann nicht so das Problem. Aber einmal im Jahr sollte man wenigstens die Zähne kontrollieren lassen. Achtens, unnatürliches Weiß. Künstliches Aufhellen der Zähne, Bleaching, ist oft nicht empfehlenswert. Es können ohnehin nur natürliche Zähne aufgehellt werden und diese können durch Bleaching belastet, gegebenenfalls wochenlange Empfindlichkeit oder gegebenenfalls sogar geschädigt werden. Je nach Art kann Bleaching auch sehr teuer sein. Es gibt keine Erfolgsgarantie für eine merkliche Aufhellung und eine unregelmäßige oder zu starke Aufhellung kann durchaus negativ auffallen. Und vor allem, die Aufhellung bleibt nicht lange bestehen. Gegebenenfalls haben die Zähne bereits nach wenigen Monaten wieder ihre ursprüngliche dunkle Farbe. Also, da sollte man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen, auch wenn man auf den ganzen Illustrierten mit super weißen Zähnen da angelächelt wird. Das ist oft, wenn es nicht ohnehin Bildbearbeitungseffekt ist, nur möglich, wenn die Zähne entweder gerade mal aufgehellt worden sind oder gar nicht echt sind. Also man sieht dann vielleicht Kronen oder Veneers oder sowas oder Prothesen. Warum mache ich als Priester einen Text, ein Video zum Thema Zahnpflege oder auch zu anderen Themen wie Ernährung oder Sport? Wenn man sich zum Beispiel im Duden-Schnellmerksystem Geschichte den Abschnitt über das Mittelalter durchschaut, da gibt es einen Eintrag Klöster. Mönche, ihre Lebenswelt und Leistung bestimmten das Mittelalter entscheidend. Fast alle wissenschaftlichen oder medizinischen Fortschritte und Verbesserungen der Landwirtschaft gingen auf die Klöster zurück. Medizinische Fortschritte, also Zahngesundheit und Zahnpflege gehört meines Erachtens auch zur Medizin. Oder Sebastian Kneipp, ich habe dir schon mal das große Kneipp-Hausbuch gezeigt. Dann Hildegard von Bingen, Gregor Mendel und viele andere Namen. Die Kirche, geistliche Personen haben sich mit weltlichen Themen beschäftigt und da zum Teil wirkliche Meilensteine damit gesetzt. Es gehört auch zur Kirche, Forschung zu betreiben, meine ich. Jedenfalls hat die Kirche Forschung betrieben und hat da auch einiges Großartiges geleistet. Das ist ein Aspekt. Aber der grundsätzliche Aspekt ist der, man schaut zum Beispiel im Katechismus, hier ist der große katholische Katechismus vom Bistum Fulda von 1949, da heißt es im Abschnitt zum 5. Gebot Gottes: Du sollst nicht töten. Warum müssen wir für unser Leben und unsere Gesundheit sorgen? Wir müssen für unser Leben und unsere Gesundheit sorgen, weil Gott sie uns geschenkt hat und Rechenschaft darüber verlangt. Gegen das eigene Leben sündigt, wer seine Gesundheit leichtsinnig in Gefahr bringt oder durch schädliche Gewohnheiten schwächt. Besonders in jungen Jahren bringt zum Beispiel Alkohol, Tabakgift und übertriebener Sport schlimme Gefahren für die Gesundheit. Jetzt wird man vielleicht sagen: Moment mal, Sport wird doch vom Katechismus jetzt auch als Gefahr dargestellt. Nein, übertriebener Sport wird abgelehnt. Ich lehne übertriebenen Sport ab. Ich sage, Knochen, Muskeln müssen gut ausgebildet sein. Auch Zähne müssen gut ausgebildet sein. Aber man muss da nicht übertreiben, man darf da auch nicht übertreiben. Also zum Beispiel aggressives Bleaching halte ich für äußerst problematisch, empfehle ich nicht. Und ganz generell, christliches Leben ist grundsätzlich diszipliniertes Leben. Nicht nur im Kloster, da natürlich ganz besonders, aber eigentlich müsste jeder Christ ein diszipliniertes Leben führen. Dazu gehört eben auch, dass er
auf seine Gesundheit, auf seine Hygiene achtet. Hygiene zum Beispiel auch Zahnpflege. Also das gesamte Leben muss man unter dem Aspekt des Christlichen, der christlichen Gebote sehen. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Zahnpflege.